Genau, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und dieses Mal, ihr seht schon in der Beschreibung im Titel und ja, Secret Lair, The Walking Dead, Don't Open, Dead Inside, das meistgehasste Secret Lair. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass hier ganz viele Daumen nach unten sind und ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Und das habe ich mir nicht gekauft. Das ist eine Leihgabe, beziehungsweise ein Sponsoring von einem Kollegen von mir, vom guten Philipp. Den habt ihr schon beim Burn Deck Tech gesehen und hin und wieder mal auch bei Gameplays. Und Philipp hat sich die gekauft und sagte, hey Marc, willst du die nicht aufmachen? Dann habe ich gesagt, jo, gerne. Und dann haben wir festgestellt, ja, Corona. Es ist sehr, sehr schwierig, sich zu treffen in dieser Zeit. Dementsprechend hat das jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das habe. Und trotzdem werde ich es jetzt aufmachen für euch hier und euch erklären, warum ich dieses Secret Lair schlecht finde. Es ist eins der schlechtesten Secret Lairs, aber nur ästhetisch. Es ist ein wunderschönes Secret Lair mit Walking Dead. Es ist eine richtig coole Kooperation. Die Karten darin sind wirklich, wirklich cool. Und auf das ganze Publishing-Gedöns muss ich ja nicht eingehen, dass die Leute es hassen, dass hier Karten drin sind, die man nur hierher kriegt, wo man dann halt keine Magic-Sachen von kriegt. Da sind wir ja bei mit Universe Beyond auch bei anderen Sachen. Weil bei Dungeons & Dragons Charakteren ist es ja vollkommen okay, wo ich halt auch keinen Bezug zu habe. Und für mich ist halt ein Dungeons & Dragons Charakter, wo alle Leute sagen, oh, dieser grün-weiße Dude ist total der geile Typ. Und ich erinnere mir, das ist Rick bestimmt auch. Ich weiß es bei beiden nicht. Dementsprechend, ja, hier einmal die Secret Lair. Ich finde es ganz cool hier mit dem Walking Dead hier drauf. Auch hier Walking Dead draufstehen. Made in USA. Und ja, ich mag die Box. Und ihr könnt mir gerne runter in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Secret Lair haltet. Ich finde es doof. Aber hauptsächlich, weil halt diese Karten halt nicht anders verfügbar sind. Wären sie anders verfügbar, wäre es halt was ganz anderes. Aber das ist eben das, was auch alle sagen. So, dann haben wir hier einmal... Oh, Terminus hier und dann mit den ganzen Städten. Ich habe bei Walking Dead aufgehört nach Season 3 oder so, im Gefängnis halt, weil dann habe ich festgestellt, das ist eh immer das Gleiche. Und ja, gucken wir uns an, was drin ist. Ich weiß nur noch grob, was drin ist und nicht mehr genau. Dementsprechend kann es gut sein, dass ich mich hier verhaspel, Dinge anders vorlese oder manchmal nicht so tue, als hätte ich keine Ahnung, sondern ich habe einfach keine Ahnung, weil ich habe mich damit nie hart auseinandergesetzt, weil ich diese Karten nie spielen werde. Niemals. Und das Erste, was mir auffällt, diese Karten haben hier unten ein goldenes Symbol, wo die Magic-Symbole drin sind, in einem Dreieck. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Und ja, wir haben hier Rick, Statfeast Leader, 4 Mana 3-4. Und wenn ein Spielwerk kommt, sucht man zwei aus, also erstmal entweder Erstschlag, Wachsamkeit oder Lifelink. Und Humans, die man kontrolliert, haben diese Fähigkeit. Und solange man 4 oder mehr Humans kontrolliert, kriegen Humans +2/+2. Das ist halt wirklich, das ist ein richtig, richtig guter Charakter. Richtig gute Karte auch, gerade für Legacy Humans. Commander wurde hin und wieder gespielt, aber gibt es eine bessere Karte hier drin. Und dementsprechend, ja, es ist cool, aber ich muss sagen, ich würde ihn ganz gerne auch spielen, aber ich hätte den gerne irgendwie anders verfügbar. Ich würde auch dieses Artwork spielen, ist kein Problem, wenn ich ihn billiger bekommen würde, aber das ist meine eigene Einstellung dazu. Dann haben wir Dariel, Hunter of Walkers. Einer der coolen Charaktere in der Serie. 4 Mana 4-4 zu Beginn des Versorgungssegments kriegt ein Gegner 3 Walker. Das ist ziemlich viel. Tappen erfügt 2 Schaden an ein Ziel zu und wenn ein Zombie stirbt, zieht man eine Karte. Ich finde das hier ganz krass, dass man einem Gegner 3 Walker gibt und nur einen umschießen kann. Das ist ja voll bad. Das ist ja richtig bad. Okay, und Walker sind Zombies. Okay, das sind einfach nur, die haben einfach nur einen anderen Namen. Dann haben wir Glenn. Glenn ist tatsächlich, habe ich auch schon im Legacy gesehen, fand ich aber nicht so krass. Habe ich auch im Commander gesehen, fand ich auch nicht so krass. Da haben wir eine 1-3 mit Skulk. Also kann ich geblockt werden bei Kreaturen, die größere Stärke haben als er. Und immer wenn einem Gegner Schaden zufügt, zieht man eine Karte in Höhe seiner Power. Das ist ganz cool.
Dann haben wir Michonne Ruthless Survivor. 5 Mana 3/3, wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt man 2 Walker. Und solange die equipped ist, muss sie geblockt werden. Und wenn man mindestens 2 Zombies kontrolliert, hat sie Unzerstörbarkeit. Aha. Aha. Die kenne ich noch nicht mal. Wahrscheinlich kommt sie nach dem Gefängnis. Und dann ist Negan. Negan ist ein sehr starker Commander, habe ich schon gegen gespielt, tatsächlich. Und der ist leider Gottes richtig gut. Als Commander, im Commander. Es macht super viel Spaß, mit dem zu spielen. 5 Mana 4/3 und wenn er ins Spielfeld kommt, sucht ein Gegner sich eine Kreatur aus und man sucht sich selber eine Kreatur aus. Von diesem Gegner. Und dann sagen beide Spieler, welche Kreatur gewählt wurde. Und der Gegner muss dann beide Kreaturen opfern. Oder halt eine, wenn er das richtig gewählt hat. Also dann halt nur eine, aber das ist ganz cool. Und immer wenn ein Gegner eine Kreatur opfert, kreiert man einen Treasure Token. Auch hier mit Treasure Token, auch hier eine richtig... Ach, ist eine gute Karte, ist eine coole Karte. Dann haben wir ein paar Walker. Ich weiß nicht, sind die double-sided? Die sind double-sided. Das ist er mit ihm. Das ist er mit ihm. Er mit ihm. Und er mit ihm. Und er, der sieht strange aus. Okay, Bonus Points for covering their heads. Okay. Und Treasure. Und hier auch ein Treasure. Und ein Walker. Und mir wurde zugetragen, dass ich diese Zombie-Tokens verlosen kann. Wie gesagt, das ist sehr unbeliebt, dieses Walking Dead Secret Lair. Und ich würde ganz gerne, dass ihr mir schreibt, warum das unbeliebt ist. Und dann bekommt ihr eine Auswahl aus diesen Token, nicht alle, aber eine Auswahl daraus. Die schicke ich euch zu. Das Ganze läuft eine Woche lang. Deswegen danke für das Gewinnspiel. Und wenn ihr Walker-Tokens haben wollt, weil ihr unbedingt Walker-Tokens wollt, oder ihr wirklich Walking Dead-Fans seid, die einfach nur wirklich Tokens haben wollen, dann würde ich sagen, schreibt mir, wie gesagt, runter, was ihr von dem Walking Dead haltet. Es ist jeder, der hier kommentiert, einfach willkommen bei dem Gewinnspiel. Wäre natürlich nett, wenn ihr Abonnent seid, wenn ihr den Content, den ich mache, auch feiert und mögt und wie gesagt, und dem Video noch ein Like lasst, da lassen könnt oder ein Dislike, wenn ihr unbedingt wollt. Aber irgendeine Art von Interaktion ist cool und ja, so viel zu dem Walking Dead Secret Lair. Wir haben jetzt noch eine Karte. Ich habe mit Absicht das Gewinnspiel nicht ganz ans Ende gesetzt, weil jetzt haben eh die meisten abgeschaltet. Und zwar haben wir hier noch die coolste Karte daraus. Und zwar Lucille. Ich muss mal gucken, dass ich sie nicht aus der Folie holen muss. Lucille ist eine 2-Mana-Ausrüstung, ein schwarzes, ein farbloses, legendäres Artefakt-Equipment. Und sie gibt +2/+0 und Menace. Und wenn die equippte Kreatur angreift, muss der verteidigende Spieler eine Kreatur opfern. Und wenn sie es tun, kreieren wir einen Walker-Token. Das ist der Baseballschläger von Negan. Und die beiden zusammen sind richtig stark. Weil dann ist Negan eine 6-3, die, wenn er angreift, der Gegner muss was opfern. Ihr kriegt einen Walker und ihr kriegt einen Treasure. Und das Ding kostet nur Equip 4. Das ist richtig, richtig cool. Ich mag das Teil wirklich. Ich finde das wirklich, wirklich cool. Und das bin ich tatsächlich auch im Überlegen, in manchen Decks zu spielen. Dementsprechend sehr, sehr cooles Equipment. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich es mir kaufe. Weil auch das hier ist ein Artwork, das es in Magic geben könnte, nach heutigen Standards. Die hier sind halt sehr, sehr realistisch der Serie empfunden. Ich kenne von diesen ganzen Personen diese 2. Diese 3 sind für mich auch Magic-Charaktere irgendwo, weil ich kenne sie nicht. Und das ist auch meine Meinung zu dem Secret Lair. Ich finde es nicht schlimm, dass es Walking Dead-Charaktere sind. Ich finde es nicht schlimm, dass sie realistisch sind. Ich finde es noch nicht mal schlimm, dass sie in der Secret Lair sind. Ich finde es schlimm, dass sie nirgendwo anders verfügbar sind. Wenn das jetzt nicht in der Secret Lair wäre, sondern in einer Box, die man im Local Game Store kaufen kann, die über 2 Jahre lang einfach gedruckt wird, dann wäre das was völlig anderes. Aber gut, in diese Diskussion möchte ich nicht gehen. Ihr könnt das in den Kommentar schreiben. Bitte, bitte bleibt in den Kommentaren freundlich. Ich weiß, dieses Teil hat ganz, ganz viele Leute sehr, sehr hart angepisst. Und ja, dementsprechend seid nett zueinander
Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.